Es ist jetzt nicht unbedingt das günstige und sparsame Pendlerbike. Ne? Nur eben dazu gesagt. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. So, an dieser Stelle herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute wieder mit der GSR unterwegs, denn ich habe jetzt knapp über 3000 Kilometer mit ihr runter. Ich denke, da ist so langsam der Zeitpunkt gekommen, wo man ein Fazit ziehen kann. So, ne? Wie immer, komplett subjektiv meine Eindrücke. Entscheidet das am Ende für euch selbst, ob das was für euch wäre. Ich möchte mal ganz schnell die Negativpunkte von diesem Bike abrattern. Denn da sind schon ein paar Kleinigkeiten, die vielleicht für den einen oder anderen problematisch sein könnten. So, Punkt 1. Das Motorrad ist sehr schwer. Verabschiedet euch von dem Gedanken, dass es, nur weil es naked ist, sehr leicht ist. Dieses Motorrad wiegt 20 Kilo mehr als meine Tausender. Ne, das ist eine Hausnummer. So, vor allem für eine 600er und für naked. Muss man einfach sagen, das ganze Theater hier, ABS und so, das hat auch alles Gewicht. Und das Bike ist aber auch so schon, ich sag mal, ohne ABS-Version, ist es schon recht schwer. Ne? Aber das ABS schlägt da natürlich nochmal drauf. Das ABS wurde angefangen 2007, also ab der K7 einzuführen. Und ab der K8 hat sie es garantiert. Ja, ihr seht, also das Bike kann schon gut nach vorne schieben, ne? Für eine 600er. Ich habe sie jetzt nicht mal ganz ausgedreht, weil wir sind jetzt gerade mal aus der Stadt raus und da kann man es noch mal ein bisschen gemütlicher angehen lassen. Ne? Das Öl muss erstmal richtig auf Temperatur kommen. Ich hoffe, die Windgeräusche sind heute nicht so schlimm, denn wir haben Herbst und naja, es ist sehr kalt. Ich hoffe also mal, meine GoPro wird nicht einfrieren. Wir fahren gerade Richtung Aurich, ganz langweilig über die Kraftfahrbundesstraße B210, weil ich wollte meine Oma noch kurz besuchen gehen und da dachte ich mir, ich nehme die Kamera mit, um ein Video nochmal aufzunehmen, was ich schon zweimal gedreht habe, aber ich mit beiden Malen nicht ganz zufrieden war. Das merkt man dann teilweise erst später im Schnitt. Dazu sei gesagt, dieses Motorrad ist nicht unbedingt etwas für kleine Menschen, also für sehr kleine Menschen. Ich mache dem da mal ein bisschen Platz. Denn im Originalzustand sitzt man da schon relativ hoch drauf. Ne? Also ich selber komme mit meinen 1,80 gerade so auf den Boden. Für mich reicht das. Aber manche Menschen, die gerne beide Füße komplett auf dem Boden haben wollen und nicht so groß sind, naja, vielleicht ein Kriterium für diese Menschen. Dazu kommt der Verbrauch. Wir haben hier ein Supersportler-Triebwerk drunter. Ne? Also den K4, K5 600er Motor von der Gixxer. Das heißt, das Ding ist auch dementsprechend durstig. Ihr könnt sie sehr moderat mit knapp 5 bis 6 Liter fahren, könnt ihr. Aber das ist nicht Sinn und Zweck von so einem Gerät. Das ist nicht dafür gebaut, permanent untertourig bewegt zu werden. Und die möchte gerne auch mal Drehzahl haben. Dementsprechend wird der Verbrauch mit steigender Drehzahl natürlich exponentiell nach oben steigen. Ne? Das sei dazu gesagt. Es ist jetzt nicht unbedingt das günstige und sparsame Pendlerbike. Ne? Nur eben dazu gesagt. Also optisch, das ist so ein Neutralpunkt, finde ich, das Bike. Das muss jeder für sich wissen, ob ihm das gefällt. Die Optik kennt ihr ja schon aus meinem anderen Video. Auch die überarbeitete Optik jetzt. Und genau, ist total Geschmackssache, ob man einen Andersheat-Auspuff mag oder nicht. Und diese wuchtige Form, die sie bringt, ist auch nicht jedermanns Sache. Ne? Suzuki hat sich da sehr bei der Suzuki Viking bedient, die dafür Pate stand. Und ja, Suzuki sagt, nö, zwischen den Modellen ist nichts gemeinsam. Die wurden unabhängig voneinander entwickelt. Komm, das kannst du mir nicht erzählen. Ne? Die beiden, die sind sich schon sehr, sehr, sehr ähnlich. Egal. Wenn Suzuki so meint, jetzt sind wir von der Kraftfahrbundesstraße runter, das ist ein bisschen angenehmer zu reden.
Ja, genau. Also was mir persönlich sehr, sehr gut an ihr gefällt, ist, dass man das Gewicht kaum merkt. Ne? Also sie ist mit ihren 213 Kilo fahrfertig schon ein Klopper, sag ich mal. Aber man merkt es nicht. Also nicht so sehr. Ne? Klar, wenn sie mal in den Kippmoment kommt, dann merkt man schon, da ist ein bisschen Gewicht dran. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel beim normalen Rangieren oder so, da spürt ihr das gar nicht, weil es ist halt eben Naked Bike, hoher Lenker und so weiter und so fort. Da ist die Physik ein bisschen freundlicher zu einem als bei einer Supersportler, wo man relativ tief greifen muss so, ne, beim Rangieren. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen sollte euch das nicht unbedingt abschrecken. Ist aber trotzdem ein Faktor, den ich gerne nennen möchte. Ansonsten, ja, was lässt sich sagen? Sie ist halt drehzahlfreudig, ne? Also ihr habt absolute Supersportler-Feeling mit dem Ding. Nur halt auf dem Naked. Klar, Abstriche muss man da machen, ne? Ist ja eben keine Supersportler. Aber von der Motorcharakteristik her und so, ich finde das total geil. Also das hat Suzuki toll hinbekommen. Und das ist sehr ähnlich wie bei der GSX-R 1000, für die der Motor der GSX-R 1000 K5 verwendet wurde, ne? Selbes Prinzip. Ich persönlich bin ganz großer Fan von dieser Vierzylinder-Motorcharakteristik und vor allem das Hochdrehende. Ne? Ich bin nicht so der Fan von Parallel-Twins. Ich hatte selber ja die GS, aber die GS war für mich ein Alltags- und Nutzfahrzeug. Und da ist natürlich ein Parallel-Twin eine schöne Sache. Ja, kommen wir zu einem ganz, ganz, ganz großen Nachteil an diesem Bike, der nicht alle von euch betrifft, aber manche. Und das finde ich persönlich sehr schade, dass da die Gesetzeslage nun mal eben so aussieht, wie sie aussieht. Dieses Motorrad ist kein A2-fähiges Bike. Sie hat 98 PS, Serie, und fällt damit für A2-Drosselung raus. Zumindest nach den neuen Bestimmungen. Ne? Ist nicht so schön. Schade. Weil ich finde, so ein tolles Motorrad, was so ausgewogen ist, sollte einem größeren Publikum zugänglich gemacht werden können. Und da gehört nun mal eben auch die A2-Gattung zu. Ne? Und ja, was willst du sagen? So, ne? Es ist halt blöd. Kannst du nichts machen? Ist schade. Naja. Und ich weiß von einer Person, die meine Videos guckt, die davon persönlich betroffen ist, dass dieses Bike nicht A2-fähig ist. Und die Person hat mein vollstes Mitgefühl. Ne? Ist wirklich schade. Kann man nicht anders sagen. Wir haben aktuell hier ja eine Yoshimura-Anlage drunter. Bedeutet, das Ding hat jetzt 105 PS, ein bisschen aufgepumpt und macht natürlich ein bisschen mehr Radau. Finde ich schön. Braucht man nicht zwingend, aber was man hat, das hat man. Digga, irgendwie stehe ich an jeder Ampel. Was ist denn hier los heute? Und jetzt wird es wahrscheinlich grün, oder? Wenn ich gerade den Fuß... Ne, doch nicht. Okay, sonst ist es immer so. Ja. Nimmst gerade Gang raus und so, weil du denkst, es dauert länger. Und genau dann wird es grün. Und dann hast du schon den Hintermann, der noch im zweiten Gang ist und an dich anrollt. Und dir dann schon Druck macht. Und du hast noch nicht mal einen Gang drin. Ja. Ja, apropos Gänge. Die Gänge schalten bei diesem Motorrad butterweich. Wenn ich da meine Freundin mal zitieren darf. Als sie das Motorrad dann ja bekommen hat, war ihr erster Eindruck, Zitat, das ist ja komplett komisch. Das Ding fährt ja wie elektrisch. Ohne große mechanische Geräusche. Ja, Getriebe, wunderbar, toll. Gasannahmen bei diesem Modell schön. Kommen wir wieder zu einem Kritikpunkt. Das betrifft aber nur ältere Modelle. Bei den neueren ist es fast komplett obsolet. Die ersten Modelle der GSR haben eine sehr schnippische Gasannahme gehabt. So ein bisschen so on-off. Wisst ihr, was ich meine? So? Also, ja, ich weiß nicht, wie ich es euch erklären soll. Es ist einfach vom Feeling her, als ob ihr Gas da, Gas weg, Gas da, Gas weg. Also es waren keine Graustufen dazwischen im Gas sozusagen. Ne? Das Feeling hat man hier auch ähnlich, sobald man die Kabel spannt. Also sobald, also im ersten Bereich, sag ich mal, ne? Könnt ihr vielleicht hier so ein bisschen sehen. Ne?
Da ist es dann halt so, dass sie sehr ruckartig einsetzt, aber ansonsten in den höheren Bereichen ist es nicht mehr vorhanden. Das wurde meines Wissens nach von Suzuki nachgebessert, spätestens ab der K8. Ne? K7 hatte das Problem leider noch, auch die ersten ABS-Modelle. Ne? Guckt deswegen vielleicht ein bisschen genauer hin beim Kauf, fahrt das Ding Probe und guckt sowieso, insbesondere mit dem Gas, ob euch das gefällt. Das kann ich da wirklich jedem empfehlen. Vor allem in Kurven kann sowas wahnsinnig gefährlich werden. Ja, ansonsten spielerisch handliches Motorrad. Ich fahre sie sehr gerne. Sie macht auch mir besonders viel Spaß, obwohl ich schon mehr habe oder mehr jetzt gewohnt bin durch meine Tausender. Finde ich es immer wieder faszinierend, 600er zu fahren. Die Leute, die mich länger verfolgen, die wissen ja eh, dass ich alle zwei Räder liebe, solange sie einen Verbrennermotor haben, ne? Ab 50 Kubik. Also auch Roller finde ich immer noch wahnsinnig cool. Ich habe selber aktuell nur keinen mehr. Ne? Vielleicht hole ich mir mal wieder irgendwie eine Aerox oder eine Speedfight oder eine Energy oder sowas fürs Brötchen holen. Hätte ich mal wieder Bock drauf. Ja, eine Sache, die ich schon mal erwähnt habe, die ich nicht so schön finde, das ist aber meckern auf ganz hohem Niveau. Ich finde es schöner, wenn die kmh-Anzeige links vom Drehzahlmesser ist. Bin ich einfach so gewohnt von meiner Gixxer, ne? Und der davor und anderen Motorrädern. Finde ich schöner. Ich weiß nicht, warum die das jetzt so umgemacht haben, dass links die Tankanzeige und Temperatur und Uhr und so weiter alles ist. Aber naja, ich bin ja auch kein Chefingenieur bei Suzuki, ne? Wir haben eine Telegabel, leider kein Upside Down. Finde ich schade. Egal, muss ja nicht unbedingt. Schwinge und so weiter ist alles von der Gixxer entnommen. Der Rahmen hier, das finde ich sehr spannend, der ist nicht in einem Stück. Der ist aus zwei Teilen gefertigt. Ihr habt die linke Seite, ihr habt die rechte Seite. Und die beiden Teile, die schließen sich hier. Das sieht man hier so ein bisschen, die Verschraubung. Ne? Seht ihr das da? Da ist das Ganze verbunden. Und das finde ich ziemlich geil. Also dieses Konzept einfach. Ne? Brauchst du nicht mal den ganzen Rahmen tauschen, wenn du dich Matsche fährst. Ne? Man kann sie wirklich spielerisch durch Kurven tanzen lassen und so mühelos. Also bei einer Gixxer habe ich immer das Gefühl, die will einen Befehl haben. Den muss ich ihr ganz konkret geben. Und dann macht sie auch genau das, was ich möchte, mit messerscharfer Präzision. So, bei dieser GSR ist es so, ich habe das Gefühl, ich gebe ihr nur einen ganz, ganz kleinen Impuls und sofort macht sie einfach. Und als ob sie mir immer einen Schritt voraus wäre. Was ich vorhabe, das ist sie schon dabei umzusetzen, bevor ich es eigentlich den Impuls sozusagen gegeben habe. Ne? Das finde ich schön. Also das ist für mich auch ein Motorrad, wo ich dann sagen würde, das ist anfängerfreundlich. Ja, das sind jetzt so meine Eindrücke, ne, zu dem Bike nach 3000 Kilometern. Es ist ein wirklich, wirklich schönes Motorrad. Ausstattung top, Preis top. Ihr kriegt die Dinger schon wahnsinnig günstig oder relativ günstig verglichen mit dem, was die Konkurrenz bietet. Und es ist halt ein vollwertiges Motorrad. Das finde ich immer sehr wichtig, ne? Wenn ich mir manche Bikes angucke. Ich bin ja vor kurzem die GSX 8S gefahren. Die hat mich ehrlich gesagt nicht abgeholt. Also wenn ihr euch dieses Motorrad kaufen wollt, wie gesagt, macht eine Probefahrt vorher, rangiert damit einmal rum, guckt wirklich, ob euch das alles passt. Ne? Denn da sind ein paar Sachen bei, die nicht unbedingt Kritikpunkte sind, aber die halt für die, ich sag mal, den Endverbraucher oder die Masse an Endverbrauchern von diesem Bike vielleicht aussieben könnten. Ne? Deswegen, das würde ich euch da wirklich ans Herz legen. Aber das ist generell so eine Sache. Ne? Wenn ihr ein Motorrad kaufen wollt, fahrt das immer Probe. Ist völlig klar. Nur jetzt habt ihr vielleicht noch mal ein paar Anstöße, worauf ihr achten solltet. Ne? Motortechnisch kann man sagen, die Dinger sind bulletproof. Das ist einfach Gixxer-Charme. Gixxer ist einfach dafür bekannt, haltbar zu sein. Und da erinnere ich mich immer gerne an so einen Spruch, den ich mal gehört habe. Wenn du Haltbarkeit willst, dann rufst du Honda an. Wenn du Leistung willst, dann rufst du Kawasaki an. Und wenn du Leistung und Haltbarkeit zusammen haben willst, dann rufst du Yamaha an und lässt dir die Nummer von Suzuki geben. Ganz einfache Kiste. Ne? Suzuki ist einfach King. Bleibe ich bei und wird man mich nicht von wegkriegen. Übrigens, bei Autos bin ich kein Suzuki-Fan. Also ich finde die toll, Suzuki Swift und Co. und so, ne, finde ich alles schön. Aber bei Autos bin ich tatsächlich das Lager Subaru und Mitsubishi.
ist da einfach mehr so meins, ne? Ich habe mit Sicherheit einiges vergessen, was dieses Motorrad angeht, ne? Ihr werdet das Bike aber noch öfter sehen. Abonniert einfach den Kanal und macht die Glocke an und dann verpasst ihr nichts mehr. Gerade jetzt im Winter wird es von diesem Bike noch viel mehr zu sehen geben, da ich da nun mal eben nicht mit einer Tausender rumschipper. Ne? Dafür ist mir meine Geekstar dann doch zu schade. Und hier hat man ein schönes Gesamtpaket, was noch Spaß macht und fahrbar ist und trotzdem aber jetzt nicht zu krass übermotorisiert ist für den Winter. Ne? Darum werdet ihr hiervon mehr sehen. Und stellt mir auch gerne Fragen in den Kommentaren. Wenn ihr irgendwas Spezielles wissen wollt zu diesem Bike, dann werde ich das direkt mit ins nächste Video aufnehmen und das da dann beantworten. So, ne? Und euch eine kurze Vorab-Antwort in den Kommentaren natürlich auch geben. Ne? Ich bin stets bemüht, alle Kommentare zu beantworten. So, zum Abschied von dem Video zeige ich euch nochmal was. Ne? Ich habe euch ja schon mal die Geschichte erzählt von meiner G6R K2. Und wo das herkam und warum ich überhaupt Suzuki-Fan bin und dies, das, jenes, wo das alles wegkommt. Das habe ich euch schon erzählt, ne? Dass ich damals bei Hein Gericke hier in Aurich Probe sitzen durfte auf einer pechschwarzen G6R K1, K2, K3 und war da sehr von fasziniert, weil mein Vater, der hat immer gerne die Ghost Rider DVDs geguckt und naja, das war das Modell, was der Ghost Rider zu der Zeit auch gefahren ist, ne? Also die Leute, die meinen Kanal länger verfolgen, die kennen diese Story und dazu zeige ich euch gleich einen schönen Ort. Da sind wir dann auch gleich schon. Mal eben Blinker links setzen. Ich darf hier gar nicht rüber. Doch, darf ich. Ich fahre hier einfach so. Dopp, dopp, dopp. So, und hier, ne, das Gebäude, was ihr da seht, mit diesem blauen Fensterrahmen, das ist die Realschule Aurich, meine Schule damals gewesen. Und hier, genau hier, war Hein Gericke drinne. Ne? Ich steige hier mal eben ganz kurz ab. So. Und dann müsst ihr euch das vorstellen. Da waren dann, hier standen die ganzen Bikes, ne? So komplett in der Reihe. Und hier drinne waren dann halt auch noch Bikes. So, ne? Früher waren hier, glaube ich, andere Fenster drinne, weil ich meine, man konnte die aufmachen. Zumindest waren die manchmal offen. Und ja, ne? Und dann waren halt hier da hinten geradeaus durch Klamotten und so und da standen über Motorräder und da. Und da stand halt dann die K2. So ziemlich, boah, jetzt muss ich überlegen, da vorne raus kam ich immer hinter der Schule lang, da war so der Hinterausgang. Und hier ungefähr stand sie. Und ich stand halt eben davor so, ne? Und dann kam halt hier der Dings raus und der Werkstattmeister meinte, hier willst du dich mal draufsetzen. So, und dann bin ich reingegangen so und ich muss eigentlich da ganz hinten hoch die Richtung zum Zopp musste ich immer hin. Da war mein Schulbus, der mich dann nach Hause gebracht hatte. Und den habe ich da verpasst und der fuhr nur zweimal und das gab ganz schön Ärger. Aber egal, ne? Damit hat sich, ja, ne? Das war so der Grundpfeiler, sag ich mal. Irgendwie cool, aber irgendwie schade, dass Hein Gericke sich nicht gehalten hat. Ja, naja. Ja. Flügel. So, und hier war die Werkstatt. Ne? Irgendwo da, genau. Dieser Bereich, da konnte man dann irgendwie noch so mit durch und so. Und da war dann halt die Werkstatt. So, und hier, ja, das ist das Realschulgebäude. Hat sich wahrscheinlich auch einiges verändert. Ja, ja. Ja, so war das, ne? So war das damals alles. Schöne Zeit, schöne Zeit. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Leute, ihr werdet jetzt nichts mehr sehen. Tut mir leid, weil, ne? Das ist halt so. Die Linse wird wohl jetzt voller Wasser sein. An der Stelle verabschiede ich mich von euch und ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal auch wieder rein. Und genau, ne? Stellt mir eure Fragen in die Kommentare und ich werde sie dann mit aufnehmen im nächsten Video mit der GSR. Das nächste Video, was jetzt folgen wird, wird auch das Gewinnspiel sein zu meiner G6R 1000 K5. Ne? Natürlich wird nicht das Motorrad verlost, völlig klar. Aber ich habe mir da so eine Kleinigkeit überlegt und möchte da gerne ein Gewinnspiel draus machen. Und dazu erfahrt ihr mehr im nächsten Video. Und wenn ihr jemals hier in Aurich seid und hier an der Pferdemarktkreuzung seid, dann lasst euch nicht vom Grünlicht locken, denn hier sind ganz, ganz, ganz gefährliche Blitzer. Wollte ich nur mal gesagt haben. Und meine Schwester und mein Bruder und ich, wir können da Lieder von singen. Und seht ihr da und überall und wie so Kacke sowas. Was ist das denn? Das ist aber ein komisch klingendes Auto. Nagelt so.
Lasst es euch gut gehen. Schaut gerne wieder rein, das würde mich sehr freuen. Lasst gerne Like und Abo da und macht auch gerne die Glocke an. So, ich gehe jetzt mit meiner Oma Tee trinken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Told you how to run the race. Every move is on the page. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let